Hallo und herzlich willkommen zurück zu Regrowth. Wie schaut's aus? Ist die Luft rein? Da ist noch ein Creepy Creeper. Zombie. Creeper zuerst. Schön vorsichtig. Oh! Alles gut. Zombie. Kein Thema. Kein Thema. Oh, da geht ein Skelett down. Ich will unbedingt seine Knochen haben. Stirb. Und du da hinten auch. Plop. Yay, Knochen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Hopp, die, hopp, die, hopp, die, hopp, die. So. Dann machen wir mal weiter. Und zwar so diese Reihe hier so. Hab ich noch Crack Center? Ist okay, reicht erstmal. So. Hier ein Viereck raus. Und hier. Und dann. Wer nervt? Oh Gott. Fallen Knight. Haha. Oh. Der gab nicht viel, da ist noch ein paar Knochen. Naja, besser als nichts. So, dann können wir schon mal hier einzäunen. So, hier entlang. Erstmal hier, wir können ja immer noch expandieren. Hauptsache erstmal irgendwas hier drumherum. Hat der? Nee, hat er nicht. So. So, so, so. Crack Center haben wir noch ein bisschen. Okay, und dann kommt ein Tor rein. Ups, hier soll ein Tor rein. Ja. Mehr Talk. So, da kommt ein Tor rein. Dann machen wir noch einen zweiten Ausgang. Und zwar... hier so. Jawohl. So. Nicht unbedingt optimal, aber... naja. So, komme ich da hoch? Jetzt komme ich da hoch. Prima. Können wir jetzt mal hier dicht machen irgendwie? So, so. Okay. Mal eben F7 wieder an. Genau deswegen nämlich. Schwupp. Okay. Glas ist durch. Dann ein Tor. So, so, so. Gott, habe ich noch irgendwo Holz rumfliegen? Ha! Ich glaube, jetzt habe ich einmal Holz ausgegeben für den Quatsch. Schwupp. Hier, Licht für euch, meine Pflänzchen. Licht, Licht, Licht. Apropos Licht, bei der müssen wir erstmal warten. So, machen wir hier. Wasser. Ach ja, und hier am besten... mal eine unendliche Wasserquelle, damit wir nicht immer runterrennen müssen. Ich glaube, ich mache jetzt mal hier dicht. Okay, das war jetzt nicht sehr clever. So. Schwupp. Zack. Mach ordentlich da. So, mal hier jetzt mal dicht. Was soll's, was soll's. So, dann schwupp das hier und dann einmal stopp. Dirt und einmal Sand. Jetzt schon, weiß ich gerade gar nicht, aber schon mal vorbereiten. Dann mehr Bone Meal. Und so, erstmal Questbuch in die Hand nehmen und gucken, was es uns sagt. So, wir müssen Wheat, Sugarcanes und Mandrake Roots machen.
Wheat wächst hier ja bereits fröhlich vor sich hin. So, wie viel Wheat brauchen wir? Einmal Wheat. Gut, das ist easy. Einmal Wheat. Wieder mit Rechtsklick. Wunderbar abernten können. Dann brauche ich, Mandrake. Hallo? Hey, was soll das? Oh, na super. Nicht schon wieder, ich hasse es. Komm schon. Aha, danke. Die falsche Taste. Ja. Mandrake. Mandrake Seeds brauchen wir und die machen wir aus Belladonna und Potato Seeds. Okay, was haben wir hier? Die zwei müssen auf jeden Fall als erstes sich spreaden. Carrots und Potato. Potato. So, und die hier sollten sich auch mal spreaden. Dafür müssen sie groß sein. So, so, so und so. Okay. Das heißt, jetzt ist erstmal... Ah, guck mal. Ha, das ging aber fix. Das ging verdammt fix. Potato brauchen wir. Perfekt. Weitermachen. Also, das war Mandrake, Potato und Belladonna. So. Dann crossen wir mal. Cross, 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 cross. Potato. Potato. Belladonna. Groß, groß. Wachse, wachse. So. Und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, bis sich die ganzen gecrossbreedet haben. Hoffentlich. Und dann kriegen wir Mandrake Seeds daraus. Und Sugarcane. Sugarcane Seeds. Wheat und Carrots. Yep. Carrots müssen wir ein bisschen spreaden. Wheat hat hier gespreadet. Sehr gut. Wobei, wir hatten noch Wheat, ne? Jo. Gut, dann eben so und meinetwegen so. Und dann hier. Wobei, das nicht. Da machen wir auch Sand draus, denn natürlich kann Sugarcane nur auf Sand wachsen. Und so haben wir zumindest die hundertprozentige Garantie, dass auf diesem Sand auch wirklich Sugarcane rauskommt, denn alles andere kann da halt nicht drauf wachsen. Weder Potato noch Wheat kann auf Sand wachsen. Also können wir da perfekt direkt mal Sugarcane draus machen. So, Sand. Und cross, 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 cross. Wheat. Und hier kommt die Carrot. So, zack. Wieder alles groß machen. Groß, groß, los. Ach, ganz schön teuer. So, oh yeah, was haben wir hier? Belladonna. Genau die wollen wir nicht haben. Wir wollen Mandrake. Mandrake, Mandrake. Belladonna. Haben wir hier. So, bitteschön. Braucht man noch für Witchery? Kommt schon. Spreadet das Richtige. Wir brauchen auch mehr Holzkohle. Für mehr Fackeln. F7 fällt wieder aus, dankeschön. So, die kleinen Stumpen haben am oberen Rand immer Holzkohle drin, das ist gut. Und Sticks können auch nicht schaden. So. Aha, aha. Ich hoffe in den ganzen Höhlen ja immer auf echte Höhlen, also tiefe Höhlen, Dungeons. Das wäre cool. Aber ist jetzt nicht unbedingt... So, normal. Ah, hier können Squids spawnen, oder? Können sie das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Squids brauchen drei Tief. Drei Tief? Ach, keine Ahnung. Das ist jetzt erstmal so. Wir kommen auch so ganz gut klar, denke ich. So. Da noch. Sehr schön. Sammelwut, die Sammelwut. Hui. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben ja auch in der Nähe irgendwo einen Ozean. Das wäre ganz praktisch, dass ich dahin nicht ganz so lange laufen müsste.
Denn Ozean brauchen wir auch noch. Schon mal mitnehmen. So. Schwupp. Schwupp. Aha. Aha. Was haben wir hier? Potato. Die will ich nicht. Mann. Was stellt ihr euch denn so an? Dafür haben wir hier direkt das, was wir begehrten. Sugarcane. Und ich werde das Sugarcane auch direkt mal hier mit draufhauen. Denn Belladonna brauchen wir nun wirklich eigentlich so gut wie gar nicht. Deswegen kann ich hier direkt mal Sugarcane anbauen. Ich brauche noch mehr Sand. Denn Sugarcane brauchen wir. Für Papier und Co. Hm? So. Sand. So. Es wird gerade wieder dunkel. Was nicht so praktisch ist. Weil ich vorher eigentlich noch außenrum ein bisschen ausleuchten wollte. So. Dann holen wir das mal raus. Und tun das mal hier hinten rein. So, wachset, ihr Süßen, wachset. Weed hat sich schon gut verteilt. So, das hätten wir, das hätten wir. Jetzt brauche ich oben Kisten. Definitiv Kisten für Seeds. Es wird Zeit. Oh Gott, habe ich noch Holz? Ja, ich habe Holz gesammelt, stimmt ja. Da. Ja. Eins, zwei Kiste. Kisten. Ach Gottchen. Lass mich hier raus. Dankeschön. Na. So. Ernteerträge und Seeds und so und Essen. Noch ist alles gut hier. Ich brauche Fackeln. So, und zwar kann ich mal hier hin tun. Ups. Was? Nein. Oh Gott. Die falschen Tasten treffen ist furchtbar. So, dann eine hier hin. Dort und dort. Die Mitte? Glaube ja. Lass mich in Ruhe! Blödes Vieh. So, hier drin ist ausgeleuchtet. Wunderbar. Haben wir hier endlich... Nein. Was sträuben die sich heute so? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich brauche dringend Strings und so für ein Bett. Lass mich in Ruhe! Ich bin ja im Sack. Mann! Mehr Zombies. Spinnen hätte ich gerne. Ausnahmsweise hätte ich gerne mal Spinnen. Hm. Mehr Zombies. Ein Hartkanister! Droppt der einfach mal direkt einen Hartkanister. Klar. Cossi can. Wo sind die ganzen Spinnen hier? Kommt mal ran, ihr kleinen Viecher. Mann! Euch will ich. Euch und niemand anderen. Da ist noch eine. Apfelsaft. Power. Piu, piu, piu. Strings. Endermini. Ist mir egal. Die greifen eh nicht an, wenn man sie nicht anguckt. Oder anhaut. Ich glaube, angucken ist ihnen das auch egal. Glaube ich. Fans, danke. Eine Hexe, na super. Okay, die sind aber weit genug weg. Herr Jemine. Gut. Nachts wächst hier sowieso eigentlich nicht sehr viel. Boah, lass mich in Ruhe. Also das mal weg. Zack, zack. Monster Drops. Solange es nur Zombies sind, ist mir egal. So. Dann brauche ich mal Platz auf meiner Hotbar, bitte. Warte mal hier. Mandrake Seeds. Mandrake Seeds. Yay.
Ich freue mich sehr. So, beschleunigen wir das Ganze mal. Achtung! Okay, der war gut. Der war gut, der war gut. Wunderbar. Und hier hinten auch einmal Sugarcane holen. Dann können wir schon mal den Quest abgeben. Schwupp. So. Büchlein. Zufrieden? Dankeschön. So, weiter geht's mit... Alles hilft hier, ja. Mit Mutation. Mutandes machen. Geht hier auch ein bisschen anders. Apropos anders. Ich bräuchte mal... hier liegt noch Holz, meine ich. Jo. Und meine Axt. Und da ist sie noch unversehrt. Ja. So, für noch ein Crafting-Tableau. Hua! Doch nicht hier drin. Gott sei Dank. So ist brav. Crafting-Tisch. So, oh, verdammt. Das nicht so praktisch. Aber passt schon. So, ich brauche mehr Wooden Ash, definitiv. Weil Mutandis macht man hier mit Wooden Ash, Mandrake, grüner Farbe, Wooden Ash, Bone Meal, ne? Ohne Ei. Und grüne Farbe. Wir kriegen immer grüne Farbe. Mit Kaktus. Für Kaktus. Für Kaktus Seeds brauche ich Poppy und Sugarcane. Poppy kriege ich durch. Pumpkin und Sugarcane. Und Pumpkin kriege ich durch. Potato und Carrot. Atmen nicht vergessen. Potato und Carrot. So. Potato und Carrot haben wir noch. Potato und Carrot natürlich. Carrot und Potato. Wachset. Oh, scheiße, es ist Nacht. Ich vergaß. Oh, Telecreeper. Nicht so gut. Ich verziehe mich mal in den Untergrund und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir weiter mit Mutandis und bis dahin. Ciao, ciao.